Hallo, heute geht es wieder um Borrelien. Borrelien, das sind ungebetene Gäste, die unserer Gesundheit großen Schaden zufügen können. Und dabei war das nicht immer so, dass Borrelien von der Zecke auf uns übertragen, durch einen Biss zum Beispiel, so große Gefahren bedeuten. Denn bis zu den 1970er Jahren, also gar nicht so lange her, war ein Angriff der Borrelien für den Menschen generell harmlos. Heute gehört die Borreliose jedoch zu den lebensgefährlichen Krankheiten für uns. Sie führt unter anderem, und das merkt man erst nach Jahrzehnten nach einem Biss, zu folgenden schweren Erkrankungen. Das sind die Syphilis, die Lyme-Erkrankung selbst, also die Lyme-Borreliose, die Aufmerksamkeitsdefiziterkrankungen, das sind chronisches Fatigue-Syndrom, das ist die Fibromyalgie, eine fürchterliche Erkrankung. Das sind besessene Zwangsstörungen, das ist die Alzheimer-Erkrankung. Schizophrenie, Depressionen gehören aber auch dazu. Selbst die Multiple Sklerose wird durch die Borrelien ausgelöst und verursacht, wenn das auch erst nach Jahrzehnten passiert. Arthritis und Herzerkrankungen gehören dazu und weitere viele schwere Erkrankungen. Bis 1970 kamen die Menschen mit einer solchen Bakterieninfektion durchaus gut zurecht. Der Verlauf der Infektion war oft so blande, dass es die Betroffenen meistens gar nicht gemerkt haben. Erst nachdem mit kriegerischer Absicht in den USA die Zecke zu einer biologischen Waffe mutiert wurde, in Geheimlabors, erst seitdem bekam die Borreliose für den Menschen einen beängstigenden und gefährlichen Stellenwert. Seitdem wird auch die Borreliose als Lyme-Borreliose bezeichnet. Die Stadt in den USA, wo nämlich diese geheimen Waffenentwicklungen auf Grundlage der Mutation der Zecke durchgeführt wurden, trägt den Namen Lyme. Zu dieser schrecklichen Nachricht gehört auch noch, dass ein deutscher Infektologe mit dem Namen Tauber in äußerst verantwortungsloser Form die Entwicklungsarbeiten in Lyme leitete. Er setzte somit seine Tätigkeit, die er schon unter dem deutschen Nationalsozialismus begonnen hatte, in den Lyme-Laboratorien fort. Mit steigenden Temperaturen beginnt in vielen Regionen wieder die Zeckensaison. Diese Parasiten, die bei milden Temperaturen die günstigsten Lebensbedingungen vorfinden, sind nun besonders aktiv und erfordern von uns bei Ausflügen in die Natur äußerst hohe Achtsamkeit. Und diese Bedingungen schaffen es auch, den Verbreitungsbereich immer weiter zu vergrößern. Zecken gelten als Hauptüberträger der Borrelien auf den Menschen und lösen dort die Borreliose aus. Aber auch Fliegen und Mücken können Lyme-Borreliose auf den Menschen übertragen. Wissenschaftler des Doktorat-Forschungsinstituts haben im Rahmen eines mehrjährigen Forschungsprojektes den Nachweis erbracht, dass eine ausgewählte Kombination von Mikronährstoffen die Erreger der Borreliose nicht nur eingrenzen kann, sie ist gegen bestimmte Formen der Krankheit sogar wirksamer als herkömmliche Antibiotika. In Ergänzung unseres letzten Borreliose-Beitrags haben wir im folgenden Artikel die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie sowie weiterführende Informationen rund um die Krankheit zusammengefasst. Die herkömmliche Behandlung der Borreliose sieht die Gabe von Antibiotika vor, zum Beispiel Doxycyclin, Amoxicillin oder Ceforoxin. Diese werden üblicherweise nur in der Frühphase der Krankheit verordnet. Eine langfristige Einnahme von Antibiotika wird nicht empfohlen, da es bisher keinen Nachweis über ihre nachhaltige Wirksamkeit in den fortgeschrittenen Erkrankungsphasen gibt. Bei 10-20% der Patienten, manchmal sind das sogar bis zu 50%, treten nach abgeschlossener Antibiotikatherapie erneut Symptome einer Lyme-Borreliose auf. Diese können dann mehrere Monate oder Jahre andauern. Selbstverständlich können bei einer Antibiotika-Anwendung wie bei nahezu jedem Medikament außerdem schädliche Nebenwirkungen auftreten. Die Tatsache, dass viele Betroffene nach Abschluss
einer Antibiotikabehandlung erneut Rückfälle erleiden, beweist, dass eine effektive Bekämpfung bzw. wirksame Beseitigung der Borrelienbakterien durch Antibiotika nur eingeschränkt möglich ist. Umso wichtiger ist die Erforschung neuer Ansätze, die eine dauerhafte und wirksame Eindämmung der Borreliose erlauben. Ein wichtiger Durchbruch im Kampf gegen Borreliose ist jetzt den Wissenschaftlern des Doktorat-Forschungsinstituts gelungen. Die Überschrift lautet Durchbruch der Zellularmedizinforschung bei natürlichem Ansatz gegen Borreliose. Am Doktorat-Forschungsinstitut wurde die Wirksamkeit einer spezifischen Mikronährstoffkombination gegen die Borrelienart Borrelia burgdorferi, das ist der Haupterreger der Borreliose in den USA, und Borrelia garinii, das ist der Haupterreger der Borreliose in Europa, untersucht. Besonderes Interesse galt dabei den drei Formvarianten von Borrelien, die im Wesentlichen auch die Stadien der Erkrankung widerspiegeln. Die Formvarianten sind Spirochäten, runde Form und Biofilm. Die Fähigkeit, sich aus der ursprünglichen spiralförmigen Gestalt in die Rundform umzuwandeln, ist ein wesentliches Charakteristikum von Borrelien. Weitläufige Vorstellungen der herkömmlichen Medizin sind es, dass Antibiotika eingesetzt werden. Das ist jedoch niemals die Lösung bei chronischen Infektionen, sondern kann nur bei akuten Infektionen hilfreich sein. Die Umwandlung der Erreger ist eine intelligente Form, sich vor Antibiotika zu schützen. Haben sich die Erreger einmal gewandelt, so sind sie nicht mehr erkennbar. Für die Antibiotika, aber leider auch nicht für das Immunsystem. Diese Besonderheit ist als eine Art Schutzmechanismus der Bakterien zu verstehen, der insbesondere dann auftritt, wenn Patienten Antibiotika verabreicht bekommen. Auch im Biofilmstadium sind Borrelien hervorragend gegen Antibiotika gewappnet. Beim Biofilm handelt es sich um eine Art Nest, in dem die Bakterien sich innerhalb des Körpergewebes regelrecht einnisten, um sich dort Jahre bzw. Jahrzehnte aufzuhalten. Einzig im ersten Stadium zeigen Antibiotika eine deutliche borrelienhemmende Wirkung. In der ersten Versuchsreihe des Doktorat-Forschungsinstituts wurden die Mikronährstoffe auf ihre Wirksamkeit zur Abtötung von Bakterien des ersten Stadiums erforscht. Eine Vergleichsuntersuchung führten die Wissenschaftler mit einem der bekanntesten Antibiotika durch. Das ist das Doxycyclin. Dabei stellte sich heraus, dass die Mikronährstoffe bei der Hemmung des Spirochätenwachstums genauso wirksam waren wie das Antibiotikum. Wir sehen das in Abbildung 1. In der zweiten Versuchsreihe versuchte das Forschungsteam dieselbe Mikronährstoffkombination und dasselbe Antibiotikum bezüglich deren Wirksamkeit beim Abtöten der Rundform der Borrelienbakterien. Wie die Abbildung 2 zeigt, war das Antibiotikum in diesem Stadium kaum noch wirksam und der Prozentsatz der aktiven Bakterien blieb gleich hoch. Dagegen wurde durch den Einsatz von Mikronährstoffen der Prozentsatz der noch aktiven Bakterien auf die Hälfte reduziert. Schließlich wurde in einer dritten Versuchsreihe die Wirksamkeit der ausgewählten Mikronährstoffkombination auf die Auflösung bereits bestehender Borrelia Biofilmnester untersucht. Das Ergebnis dieses Versuchs war, dass die Mikronährstoffe deutlich wirksamer bei der Abtötung der Borrelia-Kulturen waren als das Antibiotikum. Wir sehen das in Abbildung 3. Die Ergebnisse des Doktorat-Forschungsinstituts sind in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen zeigen sie die Überlegenheit einer Kombination von Mikronährstoffen gegenüber herkömmlichen Antibiotika im Kampf gegen Borreliose. Zum anderen vermindert die Einsatzmöglichkeit von Mikronährstoffen auch das Auftreten schwerer Nebenwirkungen, wie dies beim Langzeiteinsatz von Antibiotika immer wieder vorkommt. Die Studie ist damit einmal mehr ein Beleg für das außerordentliche Potenzial von Naturstoffen bei der Bekämpfung der verbreitetsten Volkskrankheiten. Ich bringe hier den, wenn auch unwissenschaftlichen Zusatz, dass offensichtlich Menschen mit gestärktem Immunsystem seltener oder gar nicht von Zecken attackiert werden.
Das ist zumindest meine Beobachtung. Oft sehen wir, dass bei ausgedehnten und mehrtägigen Wanderungen durch Wald und Feld Personen mit mehreren Zecken sogar häufiger gebissen werden, obwohl andere in unmittelbarer Umgebung gar nicht betroffen sind. Ich führe das auf den unterschiedlichen Status des Immunsystems zurück. Gleiches kann ich aufgrund meiner Erfahrung zu Mückenstichen sagen. Aber wie bereits erwähnt, sind das keine wissenschaftlich geführten Beobachtungen, auf denen meine Angaben beruhen. Nun kommen wir zu einem nächsten Bereich, nämlich dem Einsatz elektromagnetischer Frequenzen oder elektromagnetischer Wellen als alternative Körperpflege bei Borrelien. Wer bei dem Ansatz der Mikronährstoffe nicht so erfolgreich ist, der sollte es mit Agile Care versuchen. Diese Technik ist aufgrund des Preises für jedermann verfügbar. Für diejenigen, die die Anreise nicht scheuen, würde sich die Selbstanwendung mit Agile Care in unserem Firmenbüro in Reichenwalde lohnen. Über den Shop kann die Anwendung geordert werden. Agile Care ist äußerst erfolgreich bei Borrelien und somit auch gegen die oben angegebenen gesundheitlichen Baustellen. Genauso wie bei Mikronährstoffen darf ich die Anwendung elektromagnetischer Wellen nicht mit Heilungsaussagen verbinden. Das ist in unserem Lande trotz der offensichtlichen über Jahrzehnte erzielten Erfolge nicht gestattet. Elektromagnetische Wellen haben gegenüber Antibiotika mehrere Vorteile. Warum sollten diese nicht genutzt werden? Ich zähle diese Vorteile hier auf. Keine ungewollten Nebenwirkungen, erzeugen keine Resistenzen, einsetzbar auch bei langjährigem Befall, einfach verfügbar und durch Selbstanwendung einsetzbar und schließlich geeignet auch für eine Vielzahl weiterer Indikationen. Wer sich über den Katalog der Indikationen informieren möchte, findet diesen hier unten angegeben, ist der Link dazu. Viele Menschen haben mit dieser Technik bereits Erfolg gehabt im Kampf gegen die gefährlichen Erreger. Ich selbst habe den Überblick über die von mir betreuten Anwendungen bei Borrelien. Bisher habe ich seit mehr als 25 Jahren keinen Versagen gehabt. Also warten Sie nicht länger, gehen Sie auf den Shop und ordern Sie Ihr Agile Care. Viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Dr. Werner Ulrich.